Interessant. Die Rebels haben sie in unserem letzten Besuch etwas Neues gebaut. Meine Sensoren sagen, dieser Ort ist voll von Freundschaft, Zusammenarbeit und stundenlangen Spaß. Wir sollten uns das ansehen. Ehrlich, endlich habe ich einmal ein gutes Gefühl bei einer Sache. Lass es uns ansehen. Okay, wenn du das meinst, Beep-O. Ja, und damit begrüße ich euch zurück zu einem neuen Part von ja, Mario und Rabbids Kingdom Battle. Wir sind ja wieder hier in der lustigen Stadt hier sozusagen im Peach's Castle und wir können in die Freunde-WG gehen im Rabolatorium. Rabolatorium könnte man auch dazu sagen. Ich merke schon, was das ist. Willkommen in einer neuen Folge der Freunde-WG. In der Freunde-WG steuerst du und ein Freund ein Team aus zwei Helden, das gemeinsam eine Kampagne mit vier Prüfungen meistern muss. Tipp, du kannst Kampagnen freischalten, indem du eine Welt in Story-Modus abschließt. Alle Fertigkeiten, Waffen, die du im Story-Modus freischaltest, stehen dir dabei zur Verfügung. Besuche die Kampfzentrale, um dein Team vorzubereiten. Ah, okay. Ach, das ist ein Mehrspieler-Modus. Ja, gut. Das kann ich ja leider vergessen, weil ich hier alleine bin und keine Freunde habe. ja gut, aber gut, wir wollen sowieso weitermachen. Wobei, wir können ja noch mal kurz in die Kampfzentrale reinschauen. Ob wir da noch mal unser Team noch mal ein bisschen aufstufen können, beziehungsweise, ja, Mario kommt mit, dann nehmen wir wieder Luigi und Rabbit Peach. Nehmen wir die mit. Ich wollte nämlich nur Waffen gucken, ob wir wieder Geld, ja, wir haben Geld tatsächlich, und dass wir was Neues kaufen könnten. Entweder wir nehmen den Ziggy-Schaden weg oder nehmen ein bisschen mehr. Ich würde ja tatsächlich sagen, wir nehmen da ein bisschen mehr. Ja gut, wir können noch eine bessere für Rabbit Luigi holen, aber Feuerchance mit 5. Wow. Wäre auch eigentlich eine Idee wert, aber ich gehe dann doch erstmal hier und nehme diese Piranha. Nimm diese Piranha dann doch, nämlich die hier. Die Piranha-Prügel. Für Mario, genau, das machen wir die. Ja, ich hätte jetzt mal. Ich glaube, ich habe keine neuen Fertigkeiten bekommen. Naja, gut, dann gehen wir weiter, wenn ich wüsste, wo es weitergeht. Also, wir haben ja noch. Wir waren bei 1,6, weiß ich noch. Aber ja, mal gucken. Also, hier führt uns auf jeden Fall noch der Weg entlang. Also, ich weiß ja auf jeden Fall. Da ging es ja ehemals weiter. Ich weiß nicht, ob wir irgendwo anders noch hinkommen können. Den Schalter hatten wir ja auch schon gedrückt. Und hier sind immer noch Kisten, die wir halt nicht betätigen können. Weiß ja nicht. Müssen wir jetzt schon in Welt 2 gehen oder haben wir noch was in Welt 1 zu tun? Ich weiß ja nicht so recht. Weil wenn ja, dann finde ich es komisch, warum ich dann hier wieder rausgelassen werde. Aber gut. Wäre schön, wenn es irgendwie so eine Oberwelt da noch gäbe oder zumindest anwählbar ist. Weil wenn es tatsächlich noch mehr Level gibt, dann wäre es ja so ganz praktisch so. Aber gut. Naja, ich muss mir übrigens gestehen, dieser Part hier wird übrigens der letzte sein, den ich vor meinem Urlaub aufnehme. Oder tatsächlich an meinem Geburtstag hier. Das nur mal so am Rande. Und ich glaube, ich erinnere mich hier dran. Ja, doch, 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 ich erinnere mich hier dran. Hier hab ich ja eigentlich gestoppt. Warum auch immer ich dann beim Schloss rausgelassen wurde. Aber gut, wenigstens konnten wir das da so sehen. Gut. Ja, denn der Weg geht hier weiter in 1,7. Und irgendwas sagt mir, dass mir dieses Gebiet nicht gefällt. Aber okay. Oh. Oh. Wer mag das nur sein, der uns da beobachtet hat? Ich habe keine Ahnung. Welt 1,7 Hochstapler. Faszinierend. Hochstapler. Ob das was zu bedeuten hat? Ich weiß nicht, war dann DK-Fass? Sehe ich das DK-Fässer? Was das wieder zu bedeuten hat. Und das ist natürlich super, weil das kann ich immer noch nicht verschieben. Oh, wann kriegen wir endlich die Fähigkeit, so Kisten wegzuschieben? Weil es langsam würde ich das sehr begrüßen. Und wir kommen ins nächste Gefecht rein. Na, okay. Hat ja nicht lange gedauert tatsächlich, dass wir wieder ins nächste Gefecht reinkommen. Fünf Gegner besiegen, okay. Ja gut, dann legen wir los tatsächlich, würde ich sagen. Aber ich gucke mir dann doch nochmal kurz an. Also da ist einer. Da ist auch einer. So, ich glaube, da wird das Ziel sein tatsächlich. Also
Also irgendwie habe ich das Gefühl, hier gibt es nicht mehr als drei. Aber gut, vielleicht kommen da noch welche nach. Gehe ich mal eher davon aus. So, ich würde sagen, Rabbit Peach geht erstmal dahin. Und versucht mal ihr Glück. Vielleicht trifft sie ja. Yes, sogar ein Critical. Sehr schön. Ich habe auch mal Glück, ne? Ich muss ja auch mal Glück haben hier, würde ich ja mal so sagen. Einmal habe ich auch einmal Glück, aber ich komme da leider. Ja gut, ich könnte hier hochgehen, aber dann wäre ich voll in der Reichweite. Und das will ich eigentlich eher ungern. Nee. Das will ich ja eigentlich eher recht ungern, mich da dann zu verstecken, weil dann bin ich voll in der Reichweite und das will ich dann nicht. Dann würde ich sagen, dann verstecke ich mich erstmal hier unten. Ah, gute Frage. Ich weiß nicht, wo ich mich verstecken könnte. Gehen wir erstmal noch mit dem Supersprung hier weg. Warte mal kurz. Der könnte doch auch so weit hinkommen, ne? Warte mal, so kann ich ihn sperren. Genau das Angriffsfeld. Ja, doch. Also dann kann ich mich hier auch nicht hinstellen. Dann wäre wahrscheinlich echt nur die einzige Wahl, mich hier irgendwo hin zu verkriechen erstmal. Wir müssen ja nicht voll auf Offensive gehen. So, und da würde ich sagen, da nutzen wir. Ich sagte, du, da nutzen wir. Das Ding, genau. Ja, das wäre vielleicht keine so schlechte Idee. Gut, es dauert zwar noch eine Runde, bis es dann losfährt. Aber dann in der nächsten Runde ist das vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. Mit Mario. Puh, mit Mario kann ich eigentlich jetzt. Oh, ich könnte mich hier hinstellen. Ah, da warte ich aber noch mit. Da warte ich aber noch mit. Mache ich vielleicht die nächste Runde. Ja, nee, das. Nee, nee, wir machen zum gegnerischen Zug. Das wird mir nichts bringen. Gut, die Gegner, le Gegner. Okay, der springt da unten hin. Okay, und geht auf Mario, aber der hat natürlich nicht getroffen. So, was machst du? Du willst auf Luigi gehen und du triffst natürlich. Nicht gerade wenig, muss ich gestehen. Und der hat da natürlich 100%, das kann nicht sein. Hat er doch 100%, das gefällt mir ja gar nicht. Und bumm. Lebst noch? Wieso lebst du noch? Ich habe dich doch eigentlich deutlich besiegt für meine Begriffe. Dies hier gefällt mir der aber nicht, der. Und dann verkriecht er sich da hinter der Röhre. Kann er nicht sein hier. Dann kümmere ich mich um dich. Genau, das ist eine gute Idee. Weil du solltest da doch ziemlich ordentlich Schaden bekommen. Boah, ja, das war. Ach, der lebt noch mit einem. Ist das euer Ernst? Jetzt lebt er da noch mit einem. Kann ja nie sein hier. Oh. Das ist eine gute Idee. Hui. Und K. Warte mal. Krieg ich den mit dem Hammer auch getroffen? Nee, leider nicht. Dann normale Kanonentreffer. Und der ist sogar der rappt sogar da drin. Wie schön. Sehr, sehr schön. Nee, das will ich nicht einsetzen. Und Peach, du. Ah, schade. Ach, warte, dann machen wir das doch so. Dann, ja, dann machen wir das doch so. Ja, dann kriegen wir zumindest noch den da unten weg. Das ist eine sehr, sehr gute Idee. Tschüss. Schön die Klippe runtergeschossen. Goldener Treffer. So ist das schön. So ist das hier schön hier. So, was machst du? Wow, du schießt einmal. Da fühlt sich ja richtig cool, ne? So, und du? Ja, kannst dich ja auch richtig cool fühlen. Ach, da kommt die versprochene Verstärkung an. Na gut. So, dann wenn wir sagen, würde ich sagen, dich erledigen wir erstmal. Gehen die Röhre zurück und erwarten den freudigen Gegner, der dahin kommt. Nö, und das machen wir nicht.
So, mit Mario würde ich sagen, ja, stellen wir uns da hin. Ich weiß jetzt nur nicht, wie das aussieht, wenn ich mich hier hinstelle, ob der dann direkt danach angreifen kann oder noch nicht. Weiß ich gerade nämlich gar nicht. Ja gut, egal wo ich mich hinstelle, der kriegt wo führt es mich eigentlich hier hin? Nirgendwo hin. Beziehungsweise noch nirgendwo hin. Ja gut, dann würde ich sagen, sicherheitshalber stelle ich mich doch erstmal hier hin. Aber ich weiß nicht, wie das aussieht, wenn der da gleich rauskommt. Da muss man ja schon bedächtig sein hier. So, du wartest da und mit dir. Du gehst auch die Röhre runter und stellst dich dann erstmal dahin. Ah, okay, darf ich noch nicht nutzen. Ja gut, ich hätte den jetzt eigentlich am liebsten schon genutzt, aber. Ah, ist aber nett, dass die direkt ziehen dürfen, wenn sie gerade erscheinen. Das finde ich ja natürlich unheimlich nett. Ja gut, ne? Das finde ich natürlich sehr, sehr nett. Er geht auf Luigi, okay. Das gefällt mir jetzt weniger. Oha. Sollten wir nur gucken, dass wir die restlichen Gegner hier schnell besiegen. Würde ich so sagen. Ja, das sollten wir aber hinbekommen. Warte mal, dann machen wir das am besten noch so. Stellen uns dann. Dann habe ich nur 50. Ich will mich eigentlich ja, oder? Nee, die Röhre, wenn ich. Wenn ich die Röhre gehe. Ach, dann kann ich mich auch hier oben hinstellen. Ja, gut, dann machen wir das so. Wenn ich mich so weit bewegen darf, dann nutze ich das auch. Dann nutze ich das auch. Kabum! Und ich denke, Rabbit Peach sollte den dann gleich erledigen können. Jetzt will ich nur schnell noch die Münzen hier einsammeln. Die ich dann noch habe liegen lassen. So, und du meinst, dich hier unten zu verstecken? Das, mein Freund, kannst du dir aber sparen. Denn da werde ich dir gleich mal richtig einheizen. Da werde ich mal meinen schönen Hammer nutzen. Oh ja. Bam. 62, aber leider überlebt er das immer noch. Naja, gut. Auf jeden Fall bist du weg. Und warte mal, vielleicht schaffen wir das ja. Ah, 50%. Ja, mal sehen. Vielleicht haben wir mit Rabbit Peach Glück. Vielleicht haben wir mit Glück mit ihr. Und wenn sie jetzt auch den schafft, dann haben wir es geschafft, diese Runde. Mal gucken. Yay, es klappt sogar. Sehr schön, dann haben wir alle 5. Sehr schön. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass das noch so klappt, aber naja, gut. Ich denke mal, hätten wir da ein bisschen mehr Zeit gebraucht, wenn da ständig eine Verstärkung kommt, dann wäre das auch nicht so das Wahre gewesen, aber gut. Aber gut, dann würde ich sagen, warte mal, wo führt das denn hin? Das wollte ich nochmal geguckt haben. Hier, die Röhre führt woanders hin, tatsächlich. Wenigstens kommt man hier wieder zurück. Aber dann will ich jetzt doch nochmal kurz eben schnell nochmal zurückgehen. Und mal schauen, wohin mich die andere Röhre hingeführt hätte, weil das sehe ich gerade nicht. Oder führt die mich eigentlich auch nur dahin? Ach so, ja, ist schlecht zu sehen. Ja gut, die hat mich auch nur hier hingeführt. Ja gut, dann Kabum. Und es geht direkt ins nächste Gefecht weiter. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen soll. Weil Luigi geht es gerade alles andere als gut, aber okay. Alter, du bist ja mal krass drauf. Du bist ja echt mal krass drauf. Alter. Du bist ja mal echt heftig drauf, so komischer Grobian, rennende Rohlinge. Okay, und wir sollen den Zielort erreichen. Wir müssen ihn nicht besiegen, okay. Und wahrscheinlich werde ich das dann auch nicht tun. Also gucken, dass wir ihn irgendwie im Zaun halten. Meine Sensoren zeigen mir zwei interessante Fakten, was das Verhalten von Grobian betrifft. Erstens ihr Temperament. Wenn sie von einer Waffe getroffen werden, gehen sie wie ein wilder Stier auf den Angreifer los. Zweitens, sie sind so ausdauernd wie ein Walross nach einem Fischbuffet. Aber wenn man weit genug weg ist, stellen sie ihre Angriffe ein. Alles klar, dann werden wir mal schauen, dass wir auch tatsächlich aus der Schussbahn gehen. Und ich würde sagen, wir lassen Luigi dann hier stehen. Und wir werden ihn dann tatsächlich erstmal nicht angreifen, würde ich sagen.
Wir werden den Guten nicht angreifen, wenn wir erstmal nicht dazu, wenn er uns erstmal nicht dazu auffordert. Wir versuchen dann erstmal da schön ihm aus dem Weg zu gehen. Wobei ich habe irgendwie das Gefühl, er wird jetzt auf Mario sich fokussieren. Wobei, was wir natürlich machen könnten, das wäre unser Bombi-Line. Aber ich glaube, dann wird er trotzdem auf Luigi dann gehen. Nee, tun wir nicht. So, was machst du? Wir haben dich nicht angegriffen. Ah ja, aber angreifen tut er trotzdem. Ah ja, okay. Ja, ist ja cool, ne? Ja. Das finde ich ja mal mega toll. Das finde ich ja echt mal mega geil, muss ich gestehen. Das finde ich ja mal echt mal so mega geil. Warte mal, ich guck mal kurz. Kann ich ihn vielleicht nicht doch besiegen? Also er hat ja natürlich 150 KP. Aber damit würde ich schon mal auf jeden Fall was abziehen. Und die Frage ist, wenn er jetzt auf mich geht. Will ich lieber nicht tun. Will ich mit Luigi eher lieber nicht tun. Deswegen hau ich lieber ab. Hau ich lieber ab. Ne, ich trau mich nicht anzugreifen. Wobei, er geht ja dann erstmal ja auf das Ding. Zumindest war es ja eigentlich sonst immer so. Ja, ich aktiviere das mal. Mit Mario haue ich mich schnell ab. Beziehungsweise, wenn das irgendwie möglich wäre. Aber das ist leider nicht möglich. Hehehehe. Puh, das könnte schon übel werden tatsächlich. So, was mache ich mit Mario tatsächlich? Sagten seine Reichweite übrigens. Okay, die ist gar nicht mal so groß tatsächlich, seine Reichweite. Und er kann ja anscheinend nur direkt angreifen. Ja gut, dann dürfte er mich ja hier nicht erwischen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Dann dürfte er mich ja hier eigentlich nicht erwischen, hoffe ich jetzt mal. So, also die Gegner kommen raus. Die dürfen natürlich auch direkt angreifen. Wow, auf jeden Fall war das jetzt schon mal ein guter Einsatz von Luigi. Was ich gut finde. Gut, das war jetzt eher absichtlich sogar so gemacht. Und der geht auf das Ding drauf. Nein, er geht auf mich. Jetzt geht er auf mich drauf. Okay, das war doch eine dumme Idee, dass ich das genutzt habe. Ach, zweimal auch noch. Ah ja, genau, ne? Zweimal natürlich auch noch. Na klar. Und da kommt natürlich auch noch einer von den Viechern. Wenigstens geht der auch auf den Ding. Aber der macht ja unheimlich viel Schaden. Der macht ja unheimlich viel Schaden, der Gute. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass das erste Gefecht sein wird, welches wir verlieren werden. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber irgendwie habe ich so das dumpfe Gefühl, dass das erste Gefecht ist, was wir verlieren werden. Nein, ich will noch nicht beenden. Ich will mit Peach mich bewegen. AKA Rabbit Peach. Wobei, dann kann ich wenigstens den da oben hinten schon mal erledigen. Aber ich habe irgendwie das dumpfe Gefühl, dass wir das nicht überleben werden, tatsächlich. Ja, müssen wir mal sehen hier. Und ich will auf den da hinten gehen, genau. Damit der wenigstens mal weg ist. Aber wie gesagt, diese Grobiane, die sind leider so ein bisschen das Problem. Sind leider so ein bisschen das Problem hier. Ich weiß nicht, wie wir das irgendwie lösen sollen. Gut, der kommt zumindest noch nicht durch die Röhre durch. Der andere, der kommt zum Glück auch noch nicht zu Rabbit Peach. Na super, hätte ich das gehört, hätte ich das geahnt. So, dann stellen, ist da noch irgendwie ein Gegner da hinten? Nein. Gut, dann würde ich sagen, du gehst durch den Supersprung nach da hinten hin. Und du gehst
Mal, wie weit kommst du hin? Würde ja eigentlich nicht dahin, er würde zu Luigi kommen. Eins. Bewegungsradius, Verfolgungsradius, Röhrenausgangsradius. Also, es steht doch nur vier Felder. Eins. Eins, zwei, drei, vier. Versteht mich nicht falsch, aber wie kommt der bitte da hinten hin? Das muss mir mal einer erklären. Ja gut, Peach, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als mit dir zum Ziel zu gehen. Eieiei. Mir bleibt echt nichts anderes übrig, als mit Peach jetzt irgendwie zum Ziel zu rennen. Alter, die Viecher sind böse. Aber wie gesagt, das sind mehr als vier Felder, das verstehe ich nicht. Sie kriegt auch sogar noch Schaden. Ja, ist ja klar, ne? Natürlich. Oha, 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 oha. Okay, er dürfte mich da nicht erwischen. Eigentlich. Wobei, da kann ich auch... Hier sind ja sowieso keine anderen Gegner mehr. War gut, dass ich den anderen da erledigt habe. Dann, Peach, du gehst ganz nach hier hinten hin. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Beziehungsweise eher vor zwei Grobian. Wenigstens haben wir eine etwas schnellere. Sind wir etwas schneller. Oh, und die, in die Röhre rein und raus hier. Raus hier. Alter Schwede. Das war mal richtig, richtig, richtig knapp. Hoi, 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 hoi. Das war nochmal gerade so. Ist nochmal gerade so gut gegangen, dieses zweite Gefecht. Und das war natürlich nicht perfekt hier, wie wir das gemacht haben. Eieieiei, kann ich Ihnen sagen. Das war krass. Das war krass. Aber gut, wie das weitergeht, das sehen wir im nächsten Part von Mario und Rabbids Kingdom Battle. Bis dann und tschüss, euer Jake.